Der BVK meldet sich heute aus dem französischen Cannes, genauer dem Palais de Festival. Hier geht es heute nicht um Filmpreise, sondern um Private Equity und Venture Capital. Denn rund 2000 Konferenzteilnehmer sind zur IPEM nach Cannes gekommen. Die IPEM, das ist der International Private Equity Markt, den es seit 4 Jahren gibt. Die Konferenz hat sich etabliert, ist erfolgreich und erfährt auch einen verstärkten Zulauf aus der Dachregion. Das war auch der Anlass, warum der BVK gesagt hat, es macht Sinn, wie andere europäische Partnerverbände auch, hier mit einem Stand präsent zu sein. Wir haben viele interessante Dialoge geführt und werden diese auch vertiefen. Zum Beispiel heute Abend um 18 Uhr laden wir zu einer Reception ein. Das ist der Auftakt für die Jubiläumsfeierlichkeiten, die wir dieses Jahr anlässlich unseres 30-jährigen Geburtstags abhalten werden. Wir haben viele Zusagen bekommen von institutionellen Investoren, von GPs, sowohl französischen, sowohl europäischen, von Fund-of-Fund-Vertretern. Und ich freue mich sehr, heute Abend darüber zu sprechen, wie wir den französisch-deutschen Dialog vertiefen können. Das betrifft ja nicht nur die Politik, sondern auch unsere Industrie. Der Austausch könnte besser sein, als er ist. Und diese Diskussion zum Thema Dach konnten wir heute auch aktiv mit BVK-Vorstandsmitglied Max Römer gestalten. Es lief eine Panel-Diskussion mit 5 Repräsentanten aus der Dachregion, sowohl Investoren seitens der Fund-of-Fund-Vertreter als auch Investoren seitens GP waren vertreten. Und wir sind hoffnungsfroh, dass diese Konferenz einen erfolgreichen Beitrag für unsere Industrie in Europa leistet. Damit verabschiede ich mich von der Côte d'Azur. Auf bald!